Die Stoppuhr ist gestellt. Es sind nur noch zwei Folgen zu vergeben. Folge 98. Damit herzlich willkommen. Ich möchte euch hiermit begrüßen. Ich wollte jetzt noch hier ein paar Eisenplatten erstellen. Der Grund ist nicht nahe, dass ich vielleicht noch einen Eisentank da hinten hinsetzen werde. Der Grund ist, damit halt ein bisschen der Dampf gepuffert wird, der da durch die anderen entsteht. Und ich das dann anders rauspumpen kann. Deswegen brauche ich noch Eisengitter. Schienen habe ich hier noch ein paar rumfliegen. Ich brauche, wie gesagt, Eisengitter. Glasstamm habe ich noch. Dann brauche ich einen Eisentank dafür. Dankeschön. Und dann brauche ich hier das hier noch. Ist doch richtig. Nein! Hä? Warte mal. Das ist doch richtig. Wie ging das denn damit? Ach, da kommt ein Hebel in der Mitte, genau. Ich wundere mich gerade. War das irgendwie falsch? Das war doch so richtig so. Genau. Den Rest, die machen jetzt ein paar Eisentanks hier noch. Keine Boiler, sondern einfach nur Eisentanks rein. So. Und der müsste jetzt, glaube ich, da hinten aufgefüllt sein. Dann kommen die Schienen weg. Weil den Schienen habe ich alle sitzen, das steht fest. Die können weg. Das ist Booster-Schienen, das sind Halteschienen. Das sind super blockierte Schienen, die Stoppuhr haut wieder ab hier. Switcht wieder auf die andere Seite, das soll sie ja nicht. So, dann habe ich noch hier 26 von den Schienen. Die werden alle jetzt wieder unverbraucht. Ein bisschen mehr Weizen ist natürlich Goodie. Ich weiß jetzt nicht, wie viele da schon reingepumpt hat. Natürlich, was ich jetzt hier dem gegeben hat, ist natürlich jetzt ein bisschen krass gewesen. Drei hat er noch gefunden, okay. So, wo bist du denn? Oh, du gehst auch gerade unten, okay. So, da hat er wenigstens ein bisschen mehr Arbeit wieder zu tun. Bitteschön für die Arbeit. Weil ich glaube, wenn der einmal komplett unten ist und wieder oben ist, dann hat er vielleicht ein paar Dinger, die hier zumindest oben fertig sind, dass er die abernten kann. Ich glaube, da hinten ist auch schon wieder einer fertig, genau. So sieht's auch danach aus. Ich kann hier eigentlich nur gerade Unrat reinwerfen. Warte mal, das kann hier eigentlich drüben rein, hier. Ich weiß jetzt nicht gerade, wohin damit. Sein Plan wird ausgeschöpft. Ja, das lassen wir jetzt auch mal gerade drin, ne? Dann schmeißt du das Minecraft mal an. Und dann will ich, wie gesagt, den Tank da mal eben hinsetzen, noch dazwischen. Damit halt von dem Tank gepuffert werden kann. Und ich dann halt meine Ruhe habe, wenn zwar über Nacht halt nichts gerade ist oder so. Oder über Tag viel produziert wird. So, gehen wir drunter. So, wie viel passt da rein? Da passt genau 32.000 rein, was hier oben drin ist. Na, dann mach doch mal voll. Das würde mich jetzt interessieren, ob das gleich da hinten geht. Und wie gesagt, hier werde ich jetzt gleich noch einen Tank zwischensetzen. Da brauche ich mein Crushed Hammer. Da ist jetzt noch was drin, ne? Ja, das muss ich irgendwie rauspumpen. Aber hier ist nichts mehr drin. Der kann weg und der kann weg. Oh, ich dachte, du fährst. Ne, du willst doch nicht fahren, du bist doch noch nicht gar nicht voll. Dann kommt hier nämlich der Tank zwischen. Das ist nämlich cleverer. Den Tank... Den kann ich auch nicht so groß machen, weil... die Parabolspiegel darum natürlich sich dann stören würden. Der Grund ist... Weil die hier hinten, der pumpt hier immer noch Dampf rein, aber das wird hier sich nicht auffüllen. Das ist mein Anliegen. Du bist voll, kannst jetzt fahren. Hallo? Habe ich den jetzt falsch umgesetzt? Hatte ich ja schon mal. Die Dinger so rumsetzen muss oder so. Aber eigentlich ist das ja eigentlich egal rum, wie.
Hauptsache, der füllt das auf. So, jetzt füllt er hier. Ja, machen wir. Okay, er pumpt's runter anscheinend. Das ist gut. Dann brauche ich mich hier nicht mehr drum kümmern. Vielleicht machen wir noch Glas hin. Da haben wir Glas. Zack, dann könnte man zum Beispiel mal durchgucken. So. Dann kann man hier noch reingucken. Man braucht ja sowieso nicht draufklicken, läuft ja eh. Das Minecart ist wirklich falsch. Das Ding ist wirklich falsch rum. Ah, jetzt ist er natürlich entglichen. Ja, hau mal kurz ab. Passt das denn so? Gehen wir eben in die Richtung nochmal. Irgendwas passt da nicht. Das ist doch eine Empuffungsschiene hier. Hallo? Soll ich euch da einen Block hinsetzen oder so? Ist das für euch denkbar einfacher? Komm, wir tun mal da einen Block hin. Ist das denkbar einfacher? Hä? Wollt ihr mich veräppeln? Das hat doch sonst immer alles funktioniert. Die Schiene ist an. Weil das ist jetzt komisch. Warum macht er das denn nicht? Oder weil du hier Boost drauf hast. Da müsste ich ja hier zur Not noch ein paar Schienen dran machen. Das probieren wir jetzt mal aus. Das probieren wir mal aus. Ich habe glaube keine Schienen mehr. Oder? Zumindest, dass ich welche herstellen könnte. Das glaube ich eher weniger. Paschin kann ich noch herstellen. So. Habe ich Gravel? Ne. Muss erst Gravel holen. Da haben wir Gravel. Dann Erde weg. Jetzt machen wir noch 1, 2, 3. 4. 5. Ja, da reichen 4. So. Jetzt kommt die Empuffungsschiene. Jetzt kommen hier noch Dinger dran. Nee, falsch rum. So. Und dann so. Und dann fahr hier mal drüber. Weil du kommst ja von der Richtung. Dann bist du leer. Und jetzt? Jetzt hast du nämlich eine Karte gezogen. Und zwar die Karte A. Dann muss ich jetzt einen Trick anwenden hier. Zack, zack. Zack. So, du kommst von hier. So, fahr mal drüber. Jetzt kommst du wieder zurück. Ja. So würde es funktionieren. Wieder darum getrödelt. Zumindest läuft die Gaspipe jetzt hier fertig. So, jetzt wird es auch dunkel. Das könnten wir gleich über Nacht auch fertig bauen. So. Dann brauche ich gleich die Einpipes noch. Dann brauche ich eben ein paar Schienen hier. Der füllt ja nämlich gerade auf. Ne, so, 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 so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sollte vielleicht klappen. Sollte er vielleicht hinbekommen. Wenn nicht, hat er Pech gehabt.
das irgendwie hinbekommen. Weil ich nicht, dass ich das hier im Kreis sitzen kann, hier ganz schnell. Ach, jetzt fährt er wieder zurück. Willst du mich eigentlich veräppeln oder so? Nee, hier werde ich auf jeden Fall das gleiche Prinzip hier anwenden. Dann mache ich doch mal eben nochmal so. Okay, die wollen mich doch hier alle veräppeln. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich in der nächsten Folge und dann werden wir nicht diesen Zwischentank hier reinsetzen. Bis dahin, euer Flash und tschüssen!